Hi, schön, dass ihr da seid. Ich bin auf Mikellas, ich hätte jetzt beinahe Bumsbaum gesagt, aber der heißt irgendwas mit B, glaube ich, oder? Auf jeden Fall bin ich auf dem Baum unterwegs und renne da durch die Gegend und fall nach unten und schaue, dass ich irgendwie einen Weg nach unten finden. Das Gegenteil von Only Up spiele ich gerade. Weiter geht's. Balikbaum, warum komme ich auf Bumsbaum? keine Ahnung, warum ich... Okay, nun, wir sind im Baum unterwegs, es geht abwärts. Vielleicht, weil ich gebumst werde. Deswegen, Bumsbaum. Ey, lass mich vorbei! Du Bazi! Aus dem Weg! Wegen der großen Keule. Sind hier noch Runen? Nee, ne? Ach, scheiß drauf. Ach so, ja, das war ja der Versuch, der schief gegangen war. Ey! Brauch hier volles Leben. Nicht hauen jetzt. Ihr Saftnasen. Okay, ich suche einen anderen Weg. Ist ja gut. Ist ja gut. Oh. Ah, nee, überlebt. Okay, wo bin ich hier? Weiß ich nicht. Da ist eine Leiter, die will ich hoch. Kumpel, du bist mir im Weg. Gehen Sie bitte weg. Oh oh. Sternengedöns, Sternengedöns, Sternengedöns. Nope. Tschüss. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ja, könnt ihr mal... Sag mal... Keine Manieren. Ich bin nur auf der Durchreise. Wie oft soll ich es noch sagen? Hold up. Alle miteinander. Hier geht's weiter. So. Da ist eine Gnade. Wunderbar. Wegen der großen Keule komme ich auf Bumsbaum. Ja. Vielleicht. Runen habe ich eh nicht genug. Was macht ihr hier? Warum seid ihr hier so? Viele? Ist hier irgendwas Cooles? Ne, hier bin ich vorhin durchgerannt. Ah, ich erinnere mich, wo ich bin. Okay, alles klar, let's go. Sup. Alle hopp. Zack. Jetzt hätte ich aber trotzdem gerne... Ich meine, die Gnade ist ein bisschen näher dran. Aber es ist nicht optimal. Ist da unten eine? Nee, auch nicht, ne? Aber ich glaube, da ist ein Aufzug oder sowas. Kann das sein? Ja, da ist ein Aufzug. Schauen wir mal, wo der hingeht. Ey! Tschüss, Kumpel. Er geht auf jeden Fall nach oben. Den hätte ich vorhin auch finden können, den Aufzug, ne? Ah, da unten ist die Gnade. Lull. Okay, warum klettere ich da hoch? Da ist sie. So, okay, sehr gut. Also, rückwärts und in den Aufzug und damit... Auf in die Boss-Area. Mal gucken, wer da kommt. Mal gucken, wer da kommt. Und den Aufzug schicken wir natürlich direkt wieder hoch. Auf in den Bossbereich. Loretta, Ritterin des Harlekbaums. Moment, ich habe doch schon gegen eine Loretta gekämpft. Bist du die gleiche Loretta? Nee. Ja, doch. Die macht genau den gleichen Schmutz.
Wow. Wow. Okay, der Riesenpfeil, der magische Riesenpfeil killt mich mit über einem Drittel Leben. Ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich hasse magische Riesenpfeile. Kann ich noch eine schwerere Rüstung anziehen? Bisschen mehr Magie, Abwehr, sehr gut. Warum flüstere ich? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wegen ASMR, deswegen flüstere ich. Stimmt. Es gibt ja so Flüster-ASMR. Jetzt habe ich... Ich habe echt so eine Riesenhose an. Die Buchse sieht ja schrecklich aus. Hi. Hallo? Ich drück ausweichen und er tut nix. Er bleibt einfach stehen. Er stellt sich hin und akzeptiert sein Schicksal. Liebe Loretta, warum musste ich eigentlich schon mal gegen dich als Geist kämpfen? Ich dachte, du wärst ein toter Ritter, aber mir scheint, du bist noch äußerst lebendig. So, ich will... Ich finde die Beine hässlich, die ich jetzt hier anhab. Ich will schönere Beine tragen. Lieber nochmal andere Handschuhe. Die sind noch besser. Die sind in allem besser. Mein Gott, ist das ein hässlicher Helm. Autsch. Kollegin Loretta. Das hat alles keinen Wert hier. Danke. So.
Warum kriege ich jetzt für Bäume, für lauter Erfolge für Gegner? Ey, diese Duellfähigkeit ist einfach unfassbar mächtig. Lol, GG, I guess. Ja. Dankeschön, Miko, danke. Geht voran hier. Ich muss ja jetzt auch keine Gegner mehr für Loot oder für Runen oder so bekämpfen. Ich glaube, ich bin klar nicht maxed out, aber ich meine, also so viel wird hier jetzt ja auch nicht mehr passieren. Was mein Level betrifft, dass ich so viel krasser werde noch in irgendeiner Art und Weise. Das sind ja jetzt nur noch Peanuts, die ich da krieg. Ja, wieso? Loretta habe ich doch schon mal bekämpft. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich Loretta bekämpfe. Und beim ersten Mal war die richtig krass. Ein Drachenschmiedestein, nice. Aber beim ersten Mal hat sie mich ganz schön geärgert. Ich weiß nicht, da hieß sie, glaube ich, nicht Loretta, aber... Amalekith war Beweis, ja. Also mit dem Schwert... Ja, vielleicht nicht so arg. Muss ich vielleicht nicht so viel lernen. Weil ich die einfach alle stunlock. Kann sein. Was bist du da vorne? Ein Kopfloser? Oder hast du nur einen winzig kleinen Kopf, den ich auf die Entfernung nicht sehen kann? Ah, einer von den Kumpels. Alles easy. Lass mal bleiben. Lass mal stecken. Ja, Malekith. Stimmt, die zweite Phase habe ich nicht gelernt. Es hat einfach irgendwann geklappt, dass der Stunlock funktioniert und dann... Nächste Grace. Hast du sie nicht gesehen? Ich bin mit halbem Auge immer im Chat, Leute. Aha. Du bist sie. Du bist sie. Du bist sie. Da bin ich mir zu 95% sicher. Dem Lockruf der Scharlachfäule zu widerstehen. Du hast deinen Arm. Du hast ja gegen Radahn gekämpft. Und du hast dabei deinen Arm verloren. Und dein Gedächtnis so ein bisschen. Und jetzt helfe ich dir dabei, dich wiederherzustellen, damit du mich verprügeln kannst. Gut, aber das Ganze ist wohl nötig, weil ich brauche die Nadel, die in dir steckt. Ich brauche die Nadel, die da in dir steckt, damit ich meine leuchtenden Augen loswerde. Ja, haben wir alles, passt. Selten so Bock auf Zukunft, weil ich so einen Unsinn von mir gebe. Was macht ihr? Wieso explodiert ihr? Was? Du bist ja wieder aufgestanden. No comment. Ja, ja, besser so. Das ist momentan... Momentan ist das so mein... Meine Idee, was hier los ist. Mit ihr. Und das ist momentan meine Idee, was mit ihr los ist.
So, Leute, wo geht's hier weiter? Oh, da unten ist schon wieder so ein Baum. Warum? Warum rennt hier auch so ein Baum rum? Numenrune. Okay. Numen. Was ist denn ein Numen? Ich kenne nur eine Human. Ein Human. Ey, du bist gar kein Boss. Du bist ja gar kein Boss. Ich muss dich gar nicht bekämpfen. Okay. Tschüss. Entschuldigung, dass ich dir wehgetan. Wollte ich nicht. Ey, ich wollte. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ich glaube, ich muss einfach weiter nach unten, habe ich das Gefühl. Einfach nur ein Stückchen nach unten. Ey, ich habe gesagt, ist gut, wollte ich nicht, ist ja okay. Sorry, Mann, jetzt hast du mir auch wehgetan. Jetzt sind wir wieder quitt, okay? Gut, passt. Hopp, nee, jetzt wollte ich gerade darüber hüpfen. In dem Fall verprügel ich mal kurz den hier. Schmiedestein. Ah, komme ich doch bis da rüber vielleicht? Wenn ich hier runterfall, bin ich tot. Hä, das ist doch hier auch alles... Oh, hä? Ich bin jetzt leicht verwirrt. Okay, mal wieder. Der Baum verwirrt mich. Die ganze Nummer hier auf dem Baum verwirrt mich. Hi. Nee. Bleib mal weg. Musik ist so schön. Jungs. Ich will nichts von euch. Ihr wollt nichts von mir. Perfekte Übereinkunft. Oh, shit. Ich nehme mal die Leiter, ne? Tschüss. Bleibt ihr ruhig da unten. Hier ist nochmal so ein Baum. Okay, ihr wollt mich davon abhalten. Deswegen bin ich da rumgelaufen, wegen einem Adonblatt. Chillt bitte alle. Chillt bitte alle. Ich muss halt echt keine Gegner mehr bekämpfen, wenn ich irgendwie, wenn's... Sehe ich gerade aktuell irgendwie nicht. Ich versuche mich hier zu orientieren und ein bisschen mich umzuschauen. Ja klar. Natürlich sitzen da drei. Weißt du was? Nope. Mm-mm. Nee. Die Kiste ist mir sowas von egal. Ich habe noch keine Kiste gesehen, die mir mehr egal war als die. Du gibst es dir. Alle Gegner einmal töten muss sein. Okay, ja, das ist schön für dich.
Was ist das hier? Ich fühle mich hier nicht sicher. Und nicht richtig. Und nicht wohl. Weil da hinten sehe ich doch keinen Durchgang. Da hinten geht's doch nicht weiter, oder? Doch, da unten ist eine Tür. Okay, auf geht's. Ah, scheiße. Das ist Fäulnis hier, oder? Wenn du Level 1 dort bist, machst du eine Ausnahme. Okay. Yep, das ist Fäulnis. Bringt nur ein bisschen was, aber ein bisschen was ist auch etwas. Moment, nee, stopp. Große Last will ich natürlich nicht haben. Nee. Nee. Nein. Verdammte Axt. Ach komm, ey. Hätte ich auch meine Rüstung anlassen können, wenn ich hier schon so rumgammeln muss. Oh, das ist doch zum Kotzen. Warum? Warum? Nee, ich will's aufhören. Oh, das war knapp. Komm. Ah. 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 Und ihr mal nicht? Ich glaube, ich sollte mich wieder anziehen. Moment. Ach, warum wird das nicht zwischengespeichert? Warum muss ich hier jedes Mal... Ach, guck mal, sehr gut. Hey, Paul, grüß dich. Du konntest da normal durchlaufen und ich habe gedacht, die haben das gefixt. Tja, in dem Fall ist es nicht so, dass du da normal durchlaufen kannst, sondern... Oder ich hatte irgendwie ein Problem gerade. Ja, Paul, was geht? Es ist viel passiert, seitdem du, glaube ich, das letzte Mal da warst. Sehr viel. Wie du vielleicht auch sehen kannst. Oder beziehungsweise weiß ich ja gar nicht genau, wann du das letzte Mal da warst. Beim letzten Mal nicht. Vielleicht hast du aber auch irgendeinen... Ey! Wo geht's hier weiter? Nach da? Oder nach da? Erst dann lockt sich durch das ganze Game. Hey, die nächste Gnade. Ja, wunderbar. Was ist das? Lass mal in die Gnade gehen. Da ist ein Boss. Dort ist ein Bossgegner. Schauen wir, was das ist? Ja, natürlich.
So, Maleficent. Zeigst du mir nun dein wahres Gesicht? Hype, Zeit für Demut. Uff. Es geht los, oh Mann. Ja, guck mal. Aha. Ganz genau zuhören. Okay. Ich höre ja schon auf, in den Chat zu gucken. I dreamt for so long. My flesh was dull gold and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Michelangelo? Heed my words. Haltet euch an meine Worte. I am Melania, Blade of Mikola. Hast du auf Michelangelo gewartet, oder wie? And I have never known defeat. Ich weiß nicht, gegen Radahn hast du jedenfalls nicht gewonnen, ne? Oh, bist du flink. Heiliger Strohsack. Shitty. Oh, zweimal dran vorbei. Das ist ärgerlich. Oh. Ey, nee, nicht sowas. Och, Mann. Nicht so eine Kacke, ey. Wo man dann nicht mehr ausweichen kann. Nee. Nicht sowas. Ein Move? Ja, aber das wird ja jetzt die ganze Zeit passieren. Das ist ja jetzt ihr Move, den sie die ganze Zeit rausknallt, sobald das Spiel merkt, dass es nicht funktioniert so. Das wird jetzt die ganze Zeit passieren, weil das der einzige Move ist, der mich killt. Gut, vielleicht auch zwischendurch mal andere Sachen, aber man kann das dodgen. Thorsten, grüß dich. Göttin der Zappelboss. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie man das dodgen kann. Das muss ich... Boah, und dann muss sie diese Attacke ja auch mal machen. Also der Rest war bisher, würde ich sagen, ist okay. Ich fand sie jetzt nicht so schnell. Also ich habe alles gut erkannt. Wir hauen natürlich gerne mal aneinander vorbei, wir zwei. Den Griff muss ich, den muss ich lernen und ausweichen. Ich glaube, ich könnte sie vielleicht parieren.
Ich hatte mal ein Bild, da hat ihm ihr übelst Dauerangriff da mich nicht gestaggert. Okay, nice. Die Erfinderin der Zappelei. Können wir mal ganz kurz drüber reden, warum du mich jetzt angreifst eigentlich? Wo liegt dein Problem mit mir? Oh, sie heilt sich, wenn sie mich angreift. Holy shit! Ich hab mich vorhin schon gewundert. Muss nur die richtigen Momente finden, wann ich rein kann. Und dann wird sie ja noch eine zweite Phase haben, ne? Wenn sie dann massig ist. Nach Morgott deine Nummer 2. Okay. Ich könnte mal gucken, was die Keule mit ihr macht. Ah. Nee, wir lassen's lieber. Wir lassen's. Wenn ich meine Keule raushole und... Ach, und sie... Ah, nee, ach. Ich darf mich nicht treffen lassen. Shit. 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 Bisschen zu spät. Oh, okay. Nach 2 Duell gestaggert. Ja, das... Probiere ich jetzt halt auch. Jeder Boss, richtig, ja. Manche sogar schon bei einem? Nee, bei einem hatte ich bisher noch keinen. Noch gar nicht. Ich denke, 2 wird die Grenze sein. Da wird das Spiel irgendwie einen Softlock haben oder irgendwas. Weil sonst wäre es ja wirklich zu krass. Oh, schade. Ich finde sie gerade aktuell noch echt harmlos. Muss ich echt sagen. Da fand ich Morgott 1000-mal schlimmer. Aber jetzt kommt gleich Phase 2 und dann schauen wir mal. Nee, 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 die dumme Scheiße. Nein, 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 wo soll ich denn hin? Schrein Nummer 4 könnte sein. Ja, wie gesagt, das Spiel, sobald das Spiel mitkriegt, hey, gegen der kommt klar, dann packt sie den Scheiß aus. Dann kommt der Scheiß.
Nee, die Kacke. Die Kacke. Ich weiß nicht wohin. Man hört sich nochmal in zwei Streams für Hardcore-Gamer. Ich muss mal erkennen, wann sie diesen Fuchtelangriff macht. Ich muss mal rausfinden, wann sie den Zappelangriff macht, den... Und dann, wenn ich das erkenne... Vor allem kann ich durch sie, durch ihre Attacken durch, duellieren. Was sehr angenehm ist. Ah, jetzt kommt die Zappelscheiße, okay. Ich darf mich nicht so viel treffen lassen. Wie viel Leben sie wiederkriegt durch Treffer. Ich muss besser aufpassen. Ich glaube, die Keule ist es nicht bei ihr. Das hat so gut funktioniert mit der Duellfähigkeit. Gerade mehrfach habe ich sie auf die Hälfte vom Leben runtergeknallt. Das Einzige, was ich vielleicht mal probieren würde, wäre... sie zu parieren. Aber ob, ich weiß halt nicht, ob es geht. Ich probiere es 2, 3, 4, 5 Mal aus, ob ich sie vielleicht parieren kann. Aha. Da haben wir es. Okay, ich kann sie... Ich kann sie parieren, aber es ist... Schmutz. Weil sie nicht den richtigen Lock kriegt. Sie steht dann einfach nur dran. Ich weiß nicht, ob ich sie dann treffen kann. Weiß ich nicht. Über 10 Stunden Parry-Only-Versuch. Das ist zu krass für dich. Okay. Ja, ich probiere es jetzt noch einmal, ob ich sie überhaupt treffen kann, weil... Also, da muss ja irgendwie so ein Stagger funktionieren. Ah, ja. Also, das finde ich halt, das finde ich ein bisschen schade. Also parieren wird hier bei ihr überhaupt nicht belohnt. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Ich weiß nicht, warum sie... Du führst immer eine Strichliste mit Toden und Stunden bei ihr. Holy shit. Okay. Kann man machen. Ich meine, es sind interessante Informationen, die man da auf jeden Fall mitnimmt. Nee, das lohnt sich nicht. Ich brauche den Stab nicht benutzen. Das ist Quatsch. Das ist alles Blödsinn hier. Und ich will mehr physisch. Habe ich irgendeine Rüstung, die mir mehr physisch, körperlich... Die macht ein bisschen Schlag und Schnitt und so. Schnitt, Schlag, aber es wäre ja Schnitt. Ich brauche mehr Schnitt. Körperlich und Schnitt brauche ich. Was zum Teufel? Lol. Hehehehe.
Ach. Hör mal kurz auf, bitte. Danke. Ach, zu... Ich weiß nicht, wohin ich dodgen soll hier. Ich habe keine Ahnung. Sie fuchtelt mit ihrem Scheißschwert in meinem Gesicht rum, ey. Was willst du machen? Es ist genau die Attacke. Ich habe es sofort beim ersten Mal, als sie die Attacke gemacht hat, habe ich es gesehen. Dass es genau das sein wird. Es ist so bescheuert, ne? Und das ist mein Tod. Diese Attacke. Alles andere machbar bis jetzt, was ich gesehen habe. Das ist einfach nur ätzend. Ja, diese fette Zwiebelritterrüstung halt, ne? Aber... mir dann zu viel. Waterfall Dance. Sie soll mal woanders tanzen und mit mir ordentlich kämpfen, anstatt rumzutanzen. Ja, genau, weißt du? Paul, alles klar, viel Spaß. Dreimal hintereinander zieht sie denselben Move. Ja, das... Ich habe schon lange die Vermutung, dass die Spiele lernen. Dass die From-Software-Spiele lernen, gegen was sie gerade zu kämpfen haben, gegen welche Builds, wie ihr immer so schön sagt. Und was genau der Spieler benutzt und sich dann dementsprechend anpassen und genau die Attacken benutzen, die fuck you, dem Spieler Schwierigkeiten bereiten. Es ist genau das. Oder es ist einfach so, dass... Ja, die, also ich weiß nicht, dazu müsste man wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Attacken ist, ne? Ob die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, keine Ahnung. Panikrollen ist es schon mal nicht. Du musst sie nicht bezwingen. Ja, ja. Ich muss gar nichts. Aber ich will. So, gute Dame, mach deinen Scheiß. Ich will jetzt nur den Scheiß sehen. Ich will nur den Scheiß sehen. Ich will nur sehen, wohin ich rollen oder was ich rollen muss. Wann ich rollen muss, wenn du deinen Scheiß machst. Los. Tu es, fang an. Hör auf, mich anzuglotzen. Fang an, deinen Scheiß zu machen. Los. Hallo. Du sollst deinen Scheiß machen. Du sollst den anderen Scheiß machen. Das ist alles Pillepalle. Das ist alles Pillepalle, gute Dame. Komm. Mach den anderen Scheiß. Jetzt macht es nämlich nicht, weil ich noch nicht genug Schaden gemacht habe. Erst wenn das Spiel merkt, warte, das andere Zeug funktioniert ja nicht gegen diesen Spieler. Wir müssen den Scheiß machen, der richtig abfuckt.
dem man nicht ausweichen kann. Ups. Ah, sie ist wieder geheilt. Wunderbar. Komm, mach jetzt deinen Scheiß. Ich will üben, wie ich dem ausweichen kann. Das ist das Einzige, was mir ernsthaft Schwierigkeiten macht. Hallo. Komm. Nee. Nee. Den Move macht sie nicht bei Full HP. Ah, okay. Das heißt, wir müssen uns erst ein bisschen prügeln. Okay. Ja, habe ich mir fast schon gedacht. Ab 75%. Okay. Na gut, dann kloppen wir uns erst auf 75% runter. Dann bin ich gespannt, was bei 50% und was bei 25% noch kommt. So, sind wir soweit? Oder noch nicht? Bisschen noch. Jetzt hast du dich natürlich zu sehr geheilt an mir gerade. Leider, leider. Komm her. Tu was. Komm, ich will den Zappler sehen. Ah, ich bin zu weit weg. Oh, 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 oh. Ja. Weil du das halt auch mitkriegst, ne? Aber das ist okay. Das weiß ich mittlerweile, dass ihr so funktioniert. Aha, fuck. Hab's nicht gesehen. Ah, hab's nicht gecheckt. War nicht drauf vorbereitet. Ich dachte, sie macht einen Schwung in meine Richtung. Da war ich nicht drauf vorbereitet, jetzt, dass es jetzt kommt. Ewig rumgemacht. Die vorigen Versuche kam es immer super schnell und jetzt machen wir ewig rum und sie macht's nicht. Mist. Dieser hässliche Pilzhut. Regt mich auch auf. Hässlicher, hässlicher Pilzhut. Dann nimm irgendwas anderes. Auch wenn er dir die beste Rüstung ist gerade, aber das kann ich mir nicht angucken. So, meine Liebe. Oh. Style geht immer vor, ja. Irgendwer hatte mal was von Fashion Souls gesagt.
Das pisst dich nämlich an. Das pisst sie so an, dass ich so schnell so viel Schaden rausknallen kann. Das pisst das Spiel an. Das pisst das Spiel so an, dass sie dann plötzlich loslegt. Sobald ich schnell viel Schaden mache, dann geht's rasant los. Aber wenn ich nicht schnell viel Schaden mache, ich muss mir Zeit lassen mit meinen Schlägen, damit das Spiel denkt, ich wäre schlecht. Ja, ja, ich weiß jetzt, was kommt. Als ob du gut bist und so, bla bla. Guck mal, wenn ich nichts mache, ist alles ist friedlich. Einfach Schaden machen, bis der Balken leer ist, ja. Richtig. So, jetzt geht dann die Zappelei los, mit der ich nicht klarkomme. Oder noch nicht. Okay, dann noch nicht. Gebe ich dir noch eine. Okay, jetzt. Jetzt? Nee, immer noch nicht. Ah, scheiße, jetzt habe ich es nicht gesehen. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich hab's, weil sie über mir war, habe ich jetzt nicht. Ich hab's nicht. Ah, habe ich nicht erkannt, was sie tut. Ich hab's nicht. Ich sehe es nicht, was ich. Wo, wann ich wie ausweichen muss, um da durchzukommen. Und sie macht das halt auch leider so selten. Nicht auf mein Leben aufgepasst. Ich dachte, ich muss jetzt erstmal Michelangelo töten, aber nee. Komm mal auf dein Leben klar. Jetzt musste ich gerade zweimal überlegen, Sepp, ob du mich jetzt einfach so random frontest. Oder was hier los ist, aber ich hatte ja was von Leben erzählt gerade. Nicht hauen. Ich würde sie auch gerne so grabben können. Also die Animation, wenn sie mich aufspießt, die ist schon echt witzig. Die ist cool, der Grab von ihr, aber ja. Nichts kommt gegen diesen geilen, gefressen werden Dinger von der Schlange an, ey. Das Hochwerfen und aus der Luft schnappen, das. Ich hab's einfach so hart gefeiert in dem Moment. Damit habe ich nicht gerechnet. Und der Move ist schon auch ziemlich cool, ja, absolut richtig.
Die Keule fühle ich halt überhaupt nicht. Donation kam rein? The fuck? Sorry? €7,77. Alter, kam da gar kein Alert oder was? Habe ich das Alert nicht gehört? Dann muss ich mir echt was anderes. Danke, Mann! Blade of Miku. Da muss ich echt ein lauteres Alert reinpacken oder so. Leute, ich habe es gerade überhaupt nicht gehört. Vielen Dank, Miku. Und Sepp, danke fürs Hinweisen. Schade. Ah, der Heal ist halt schon echt saumies. Ach, shit. Dass man hier so gegen sie kämpft, das sah auch immer irgendwie... Keine Ahnung, wenn ich mir so ganz... Ich habe nie einen ganzen Kampf gesehen gegen sie. Nie. Sondern immer nur, dass Leute mal, wenn sie durch das Tor gehen und dann, dass sie auftaucht oder mal einen Move irgendwie oder sonst irgendwas. Und da sah das nie aus wie das Innere eines Baumes. Bin gerade echt erstaunt. Autsch. Shit. Ah, das Ding ist auch so krass. Nee. Ach, scheiße. Und sie hat wieder volles Leben, ne? Hör mal auf kurz. Saufen lassen, bitte. Ach, genau. Ja, sie, diese Gegner warten auf die Eingabe. Also, und das passiert halt auch instant. Das Spiel wartet auf deine Tasteneingabe. Das Spiel liest so hart mit. Das ist so krass, ne? Ist ja auch eine schöne Sache irgendwo, dass die auf deine Aktionen reagieren. Aber sie haben halt nicht mal Reaktionszeit. Also, es passiert halt instant. Man drückt heilen und es passiert instant. Du kannst ewig mit ihr rum im Kreis laufen, aber sobald du... Hier, das könnte ich ewig machen. Nichts passiert. Nichts passiert. Sobald ich drücke, macht sie instant ihr Ding. Ohne irgendwie Reaktionszeit oder sonst irgendwas. Und das, boah, weiß ich nicht. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber so funktionieren die Dinger halt, ne? So funktionieren halt diese Algorithmen bei From Software oder FromSoft. Ich weiß nicht, ob die woanders auch so funktionieren. Ja, genau. Thorsten. Ah, klar. Ah. Und man macht es trotzdem immer wieder. Eben, das ist halt das Üble, ne? Man weiß es und denkt, ach komm, ich müsste doch gehen. Hier, zum Beispiel das. Ah, jetzt hat sie einen anderen Move gemacht. Bisher hat sie da immer... Ah, Mist, zu spät.
Ich müsste mal gucken, ob ich vielleicht die B-Taste benutze zum Ausweichen hier in dem Kampf, weil ich kann sie ja durchgehend anvisiert halten. Okay. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich durchziehen, bis ich sie gekillt habe. Ob ich hier x-mal reinlaufe. Ich vermute. Nein, nicht ich vermute. Ich werde, ziemlich sicher, werde ich so machen, dass ich zwischendurch andere Dinge tue in Elden Ring. Es gibt ja noch ein paar Sachen, die man tun könnte. Genau, einige Bosse zu killen, die noch offen sind. Mist. Nee, das tue ich mir so nicht an. Also... Ach, come on. Machst du nicht normalerweise noch einen dritten? Nein, nur manchmal. Ja, ich weiß. Jetzt weichst du aus. Nee, tust du nicht. Ach, der ging daneben. Okay, sie ist wieder voll. Ich muss eigentlich so dringend auf den richtigen Moment warten, ne? Und ich will es trotzdem immer wieder wissen. Hier, das war ein richtiger Moment. Ich will es trotzdem immer wieder wissen und renne immer mehr in sie rein, als nötig ist. Es gibt ein, zwei Momente, in denen kann ich machen, was ich will. Da, dieser, das wäre zum Beispiel wieder ein Moment gewesen, wenn ich richtig ausgewichen wäre. Hier, genau der. Na, okay, da ist sie flink genug. Hier, jetzt. Und jetzt. Ah, Mist. Haben wir beide irgendwie wieder aneinander vorbeigegrabbelt. Jetzt haben wir wieder so einen Moment. Und jetzt... Und jetzt... Zu früh ausgewichen. Das wäre auch wieder ein Moment gewesen, jawohl. Jetzt passiert wieder das. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung, was... In sie reinrollen? Ich glaube, ich sollte in sie reinrollen, aber... Da fehlt mir noch das Timing dann. Bis dahin... Alles easy. Alles easy. Bis zu diesem Ding. Das ist das Einzige, was mich richtig hart stresst. Krass. Es gibt genau eine Attacke, die sie machen kann, die mir den Gar ausmacht. Wow. Also ich habe noch nicht alle Attacken gesehen, glaube ich, weil wenn bei 50% diese Attacke kommt, kommt ja wahrscheinlich bei... 25%, dann nochmal was anderes. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, also wenn das alles ist und ich wirklich nur diesen einen Zappler lernen muss, ja, dann ist es halt so, dann lerne ich jetzt den Zappler und hoffe, dass ich den irgendwie reinkrieg. Aber es ist halt nervig, dass ich den... Ja, und den, der ist auch komisch, aber mein Gott.
Der macht mich nicht ganz so fertig. Ich wollte es schon wieder wissen, ne? Jetzt kommt er. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich check's nicht. Wenn ich es nicht brauchen kann, macht sie 4 Schläge. Wenn ich damit rechne, macht sie nicht. Das ist auch wieder so ein typisches Ding. Es sieht so aus, als hätte man den Moment, aber man hat ihn einfach nicht. Er hat sich halt wieder so viel geheilt durch den Zappler-Move. Aber ganz ehrlich, ich verstehe gar nicht, so schnell und flink finde ich sie gar nicht. Also, immer noch nicht. Es ist halt der Zappler-Move und dass sie sich heilt, ist ein bisschen nervig, aber ansonsten gleicht das eher dem Kampf gegen den namenlosen König vom... Und das ist halt auch so ein bisschen nerviges Ding. Scheiße. Ah, fuck off, ey. Einfach schon wieder komplett geheilt, ne? Ja, aber das... Ja. Schlägst dich wacker. Naja, gut. Komm, ey. Boss auf 100 HP. Ja. Wie gesagt, das Einzige, was schwer ist, ist dieser eine Move. Der eine Move, so. Und wenn das halt... Das finde ich irgendwie lame, ehrlich gesagt. Also... Bin jetzt da nicht so... Sie sieht cool aus und die Moves sind nett und... Aber... Wenn sie den einen Move nicht machen würde, wäre sie wahrscheinlich schon tot. Aber der killt mich halt. Was soll ich machen? Ich meine, ihr seht es ja selber. Hehehehe.
Hey Sepp, ich habe letztens extra danach gefragt, wie das eigentlich bei euch so ist. Außerdem stimmt's ja gar nicht. Mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr nur noch so krass. Aber hey, bei ihr ist es genau die richtige Taktik. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt willst du es halt wissen, ne? Jetzt darf ich mich nicht mehr heilen, doch. Jetzt hast du dich aber auf so viel hochgeheilt, weil ich nach dem Ding gierig geworden bin. Weil ich nach dem Ding gierig geworden bin. Manchmal OP große Keule. Ey, und parieren tue ich auch, okay? Es sind genau drei Sachen. Es sind drei Moves. Parade, Keule und Duell. Apropos Keule, komm, wir probieren es mal aus. Was die Keule mit ihr macht. Wir probieren mal aus, was die Keule mit ihr macht. Ja, sorry. Also, bei Margit hatte ich wenigstens, war das Parieren auch machbar so, ne? Wenn ich mir die Kollegen hier anschaue, weißt, wenn ich dann nach dem... Scheiße, falscher Trank. Wenn ich nach dem Parieren einfach... Wenn mir das Parieren quasi nichts bringt, außer dass ich einen ihrer Angriffe... Ich will jedes Mal wieder saufen, ne? Komm ran. Komm her. Große Lady. Ja, bei Margit bringt halt aber auch das Parieren was. Bei ihr nicht. Nach dem Parieren steht sie immer noch genauso da wie eine 1. Man kann nichts machen. Außer, dass sie einen halben Meter weiter links hinten steht. So, hä? Wie oft muss ich sie parieren, damit ich sie kritisch treffen kann? Da mache ich lieber zweimal Duellfähigkeit. Also, ja. Ich meine... Versteht ihr wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Ich check's nicht, Leute. Ich check's nicht. Das ist der einzige Move, der mich killt. Sie kann ansonsten nichts.
Klar gibt's Versuche, wo sie mich dann trotzdem ein bisschen klatscht, aber... Der Blutschaden, ja, der hat übel reingehauen. Ich hab's auch gesehen. Deswegen bin ich gerade versucht, echt bei der Keule zu bleiben. Oh, genau. Apropos Keule. Jetzt kann ich ja mal was probieren. Moment. Ich hab doch hier... Resistenz? Nee, ich will sowas hier. Magiefett? Nee, Frost. So, das probieren wir mal aus. Kann ich das auf die Waffe packen? Ja, kann ich. Hoppla. Ja, jetzt macht's es halt wieder, ne? Es ist der einzige Move, der mich killt. Es ist der einzige Move, der mich killt. Oh, und ich kann ihn nicht. Und ich check ihn nicht. Oh. Ich check ihn nicht. Dicke Keule penetriert Melania. Ich glaube, das dürfte ich nicht in den Titel schreiben. Direkt wegzensiert das Video. Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Geht's ums Timing? Ist es nur das Timing? Kann ich jedem einzelnen Schnitt von ihr ausweichen, wenn ich das richtige Timing habe? Ja, natürlich muss man es üben, aber ist es nur das Timing? Weil die Richtung ist ja eigentlich scheißegal. Geht um Positionierung auch, okay. Ah, weißt du was? Wir prügeln jetzt einfach drauf. Das war von Anfang an nicht gut, der Versuch. Positionierung. Aber wohin? Soll ich weiter weg von ihr? Kann ich dem ausweichen, wenn ich ganz weit weglaufe? Dass sie einfach nicht an mich rankommt? Ach, scheiße. Keine Ahnung. Versuchen zu triggern, wenn du weit weg bist. Das kann doch nicht wahr sein, dass es genau einen Move gibt, ey. Und ich jedes Mal genau sehe, wann sie mich killt.
wenn sie nach oben geht und ihren Blödsinn macht. Dann kommt der Move, der mich tötet. Ey, ja, es reicht. Shit. Ah, ich dachte, ich krieg sie. Okay, man kann davon wegrennen. So halbwegs wenigstens. Mittlerer Abstand ist nicht immer schade. Ja, ja, okay. Sie reingelaufen statt zurück. Ja, das. Ich war auch am Rand der Arena. Mist. Hoppla. Oh nee, scheiße. Ach, fuck. Ah, ich hab's zu spät gecheckt, was sie tut. Diesmal habe ich es zu spät gecheckt, sonst wäre ich losgerannt. Ich hatte ja genug Zeit zum Rennen. Ja, weglaufen hätte ich auch mal vorher selber drauf kommen können, ne? So wie bei manchen anderen Gegnern schon, da war weglaufen einfach das genau Richtige. So, wie kann man das? Das ist jetzt die Frage, ne? Wenn ich sie vielleicht ein bisschen bewerf. Ah ja, guck mal. Jetzt bin ich am Rand der Arena. Scheiße. Ja, was soll ich machen? Dann ist man super weit weg und dann rennt man hier gegen den Rand. Ah, fuck it. Dann muss ich zumindest aber nur noch die letzten zwei irgendwie ausweichen. Ohne Anvisieren unter ihr durch. Nee, Leute, das wird jetzt, das ist jetzt, das sind schon sehr viele Tipps, die ihr hier gerade gibt. So extrem wollte ich es eigentlich nicht haben. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es hauptsächlich ums Timing geht. Aber es ist nett gemeint von euch. Dankeschön. Und ich glaube, ich habe zwischendurch gefragt, ob ich davon weglaufen kann. So, das war dann schon nicht mehr 100%. Das war eher so an mich selber gerichtet. Sorry, das hätte ich auch dazu sagen können. Bleibt trotzdem schwer. Ja. Ja, gut, aber ist halt jetzt. Ja, nee, du, alles easy. Ich krieg sie. In 5 Minuten.
Shit. Ah, fuck, jetzt kann ich gerade auch. Jetzt kann ich auch stehen bleiben in dem Scheiß. Was ist das für eine Rotze, ey? Wow. Und wie oft macht sie das? Wie oft kann sie das? Ich hoffe, sie kann das nur zweimal oder so. Na, schon angepisst? Musst du wieder deine Moves auspacken? Ja, muss sie. Ey, das ist doch auch so arschig. Das ist doch so dumm, ey. Fuck off, ey. Hast du nicht so gern, wenn man Messer... No, nee! Ach komm, ey! Fick Scheiße, ey! Das ist kein cooler Kampf! Drei? Das sind 10 Wirbler, die sie macht. Wenn es nur 3 wären... Sie macht 3x3, 9 Stück. Okay, dann sind es 4 von mir aus. Oh, scheiße. Ah, und wieder nicht weit genug weg. Da, 3. Also, 3x3. Es sind mindestens 9. Okay, Sepp, du hast, glaube ich, vorher nicht zugehört. Das ist schon etwas viel Info ist. Aber wie gesagt, da bin ich auch... Wenn ihr euch was nicht antun könnt, weil ich so kacke bin, oder... Es ist halt echt nur die eine Attacke, ne? Du provozierst es stark. Okay, Entschuldigung. Jedes Mal überleben kann. Ja, davon gehe ich aus. Ich habe ja gesagt, ich verstehe es nicht. Ich kann's nicht. Ich check's nicht. Ich meine, ich habe es ja auch noch nicht wirklich viel probiert, um das jetzt großartig zu lernen, aber ich habe mittlerweile, das ist so krass, weil ich mittlerweile so einen hohen Anspruch auch einfach irgendwie habe. Weil ich weiß, wie gut oder wie schnell ich sein kann. Gegen Gegner. Habe ich einfach so einen krassen Anspruch auf mich selber.
an mich selber. Ah, scheiße. Weg, 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 saufen. So, was kommt jetzt? Ist das wirklich alles? Ist das der einzige Move, den ich lernen muss? Den Rest sehe ich. Nicht mehr prügeln, nicht mehr prügeln, vor allem nicht heilen. Nicht mehr prügeln, nicht mehr prügeln. Ah. Nein, ich hab's schon wieder getan, ich hab's schon wieder gesoffen! Ah. Warum sauf ich denn im falschen Moment? Salz betitelt es als schlecht. Was betitel ich als schlecht? Das war jetzt. Da hat sie mich ein bisschen hart verprügelt. Scheiße. Nicht weit genug weg. Es ist doch Blödsinn, dass sie alle drei Dinger mich trackt. Oder habe ich einen Fall. Sehe, guck ich blöd. Also irgendwas passt doch da nicht. Das ist doch absoluter Quatsch. Sie macht zwei. Den ersten in meine Richtung, dann zwei woanders hin, dann nochmal einen in meine Richtung. Das sind schon vier hintereinander. Das ist. Und da ist der dritte und den macht sie schon, den macht sie um die Ecke. Also der erste, der trifft mich, der zweite geht dann hinter mich, der dritte geht um die Ecke und der vierte geht dann wieder in meine Richtung. Also alles strange. Ach, weißt du was, ey? Jetzt, ja, ist gut. Machen wir nochmal neu. Ich sehe es nicht. Ich check diesen Wirbeldinger nicht. Das ist halt, das ist mega ärgerlich. Hm. Ich hätte beim ersten Try die Keule nehmen sollen. Mein erster Try war, glaube ich, mit so einer der stärksten wieder.
2. Zu spät gedrückt. Zu spät gedrückt. Ach, gesoffen halt wieder. Weil ich dachte, ich kann saufen. Hallo, ausweichen. Hey, ich drück manchmal ausweichen und manchmal kommt's nicht durch. Mach! Dann muss man hämmern. Dann muss man das triggern wie ein Wahnsinniger, damit er die Eingabe schluckt. Das ist sehr nervig. Ich weiß nicht, ob das am neuen Controller liegt. Oder am Spiel. Aber ich glaube, ich hatte das schon. Ich hatte das auch schon. Ich hatte das auch schon mit dem anderen Controller. Dass ich das Gefühl hatte, dass manche Eingaben nicht beim Spiel ankommen. Also dieses, manchmal, man drückt was, wenn man in einer Animation drin ist, danach wird's ausgeführt. Und manchmal drückt man was, wenn man in einer Animation drin ist und dann wird's nicht ausgeführt. Und da habe ich noch nicht verstanden, wann was passiert. Und da verlasse ich mich viel zu oft drauf, dass es ausgeführt wird und drück nur einmal und dann wird's nicht ausgeführt. Und dabei müsste ich eigentlich durchgehend draufhämmern auf die Taste. Oh nein. Ah, fuck off. Willst mich doch verarschen, ey. Scheiße. Und dann hat man danach nicht mal Zeit zum Heilen, ne? Jetzt hat sie halt schon wieder so viel Leben. Ich hatte sie auf 50% runter, aber durch ihre scheiß Zappelei, ne? Kann man hier nicht schneller auf Neustart drücken, bitte? Diese Fuchtelnummer, ey. Ach, Fuchtelgegner. Geil. Fuchtelgegner sind so ein Spaß. Fuchtelgegner sind so toll. Schnauze. Ach, dreimal trifft sie, viermal trifft sie. Ich weiche aus, sie trifft trotzdem zweimal. Im Ausweichen, nach dem Ausweichen, vor dem Ausweichen. Oh. Hey, ja, 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 ja. Okay. Außerdem, ich bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, was ich denn genau als schlecht betitelt habe. Ich glaube, ich rede halt von ihrer Fuchtelattacke. So, die habe ich als schlecht betitelt, aber insgesamt ist es hier eigentlich ganz cool. Sie sieht cool aus, sie macht coole Sachen, aber die Fuchtelattacke ist einfach nur... Das finde ich halt schlecht. Weil wenn das das ist, was das Spiel, was den Gegner schwer macht... Eine Homing-Fuchtel-Attacke. Boah. Ja.
Kein cooler Fight. Im Augenblick des Todes. Okay. Ja, aber nur wegen dieser einen dämlichen Attacke. Nur wegen der einen Attacke. Ansonsten hätte ich, ist alles cool. Nur diese eine Fuchtelnummer. Vor allem hat sie zwei Fuchtelnummern. Die andere kleine Fuchtelnummer. Gegen die sage ich ja schon gar nichts. So, aber dass sie dann auch nochmal eine große Fuchtelnummer kriegt. Ah. Ach. Ich muss mit der Keule einfach durchprügeln. Ah, mich nervt's halt jetzt auch langsam. Dass ich eigentlich nur, will ich eigentlich nur diese Fuchtelnummer getriggert haben, damit ich das ein bisschen üben kann. Und immer wieder reinzulaufen, die Fuchtelnummer nicht zu kriegen und wieder zu sterben und wieder aufs Maul zu kriegen, macht die Stimmung halt auch nicht viel besser, ne? Kein guter Kampf. Aber nur wegen dieser Nummer, ja. Nur wegen dieser einen Attacke. Gegen alles andere sage ich ja schon gar nichts. Habe ich auch nicht. Dass sie sich heilt. Ganz nette Mechanik. Weil man dadurch doppelt belohnt wird, wenn man nicht getroffen wird und gut pariert oder ausweicht. Finde ich nice. Ich mache schon eine Stunde 45 Aufnahme. Ich bin eigentlich schon drüber. Ich würde sie halt gerne platt machen. Da greift dann schon wieder mein Ehrgeiz. Da greift schon wieder so hart mein Ehrgeiz. Das ist echt krass. Ah, die Fuchtelei zum Beispiel. Wenn die trifft, dann macht sie die ja auch dreimal. Da, und hört nicht damit auf. Reicht ja nicht, dass sie das macht, ne? Wir brauchen ja noch einen großen Fuchtler. Warum sammle ich den Scheiß auf? Ach, scheiße. Keine Ahnung. Ich sehe es nicht, Leute. Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich dahin ausweichen soll. In sie rein wahrscheinlich. Und dann macht sie ja dreimal. Und dann nochmal dreimal. Und dann nochmal dreimal. Und dann nochmal dreimal. Dann dreht sie sich um sich selber. Und bei jedem Mal portet sie sich zu dir. Und es killt einen halt komplett. Das ist es, was sie schwer macht. Diese Attacke. Das ist echt lahm. Die Attacke finde ich so dermaßen lahm.
Ah, scheiße. Ach fuck, den letzten verpasst. Verpeilt, dass da ja noch einer nachkommt. Scheiße. Ah, da habe ich den Move von ihr verwechselt, weil sie steht ja einmal weiter oben in der Luft, wenn sie den großen Fuchtler anfängt, und sie steht einmal weiter unten in der Luft, und sie sieht, wie sie in der Luft steht, ist genau das gleiche. Nur bei dem einen macht sie den Ansturm auf dich drauf, so einen schnellen Schnitt nach vorne, und bei dem anderen macht sie halt den Fuchtler. Und ich habe gerade gedacht, der Fuchtler kommt. Und habe dann mal, oder beziehungsweise habe darauf gewartet, dass sie höher in die Luft steigt. Genau, und wollte weglaufen. Und habe dann zu spät bemerkt, halt, warte. Da kommt ja ein Schnitt nach vorne. Ach, fuck. Das war's. Oder auch nicht. Ich bin einfach... bin komplett gegen meine Intuition gerade gegangen. Ich bin einfach gnadenlos gegen meine Intuition gerade gegangen. Was Richtung drücken bedeutet. Weil ich einfach versuche, hier irgendwas zu machen. Und es hat funktioniert. Ah... Aber ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich gedrückt habe, leider. Ich weiß nur, dass ich gegen meine Intuition gegangen bin. Oh, jetzt hat sie aber so, es ist so massig geworden, die gute Dame. Fuck. Ja, sie hat mich da zwischendurch viel zu oft getroffen, wenn sie in ihrem Rage drin ist. Weil sie hat zwischendurch mal so einen Rage, wenn sie zu wenig Schaden macht, kriegt sie so einen Rage-Modus und prügelt dann alles raus, eine Attacke nach der anderen. Dann müsste ich eigentlich auch weglaufen von ihr und das nicht versuchen zu auszuweichen, weil das so verwirrend ist, was da passiert, dass ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen bin. Scheiße. Ja, da diese Fuchtelei, und dann will sie nochmal fuchteln und nochmal fuchteln, wenn sie dann so ein bisschen massig ist. Und da darf ich mich eigentlich nicht von ihr erwischen lassen. So, wenn sie sich dann hier beruhigt hat ein bisschen, dann können wir nochmal miteinander sprechen. Weil wenn sie nämlich in diesen Rage-Modus kriegt, dann hört sie auch nicht auf. Und dann weicht sie genau in den richtigen Momenten immer richtig krass aus, und dann treffe ich sie gar nicht. Dann kann ich, selbst wenn ich dann während des Angriffs meine Keule raushole... Ah, fuck.
Der letzte ist, den macht sie, glaube ich, vom Boden aus. Macht die zwei in der Luft und einen auf dem Boden. Zurückrollen, echt? Ich wäre jetzt auf sie zugerollt. Dass sie an mir vorbeifliegt. Das ist immer schlecht. Wenn es so losgeht, ist eigentlich schon durch. Okay. Weil dann ist sie nämlich, dann hat sie ganz viel Bock auf mich. Dann hat sie keinen Bock auf meine Keule, sagen wir es mal so. Ah, fuck. Ich weiß nicht, ey. Ich verstehe es nicht. Sie macht da ja mehr als drei. Es sind mindestens, also, dann am Ende noch einen und dann verfolgt sie mich so im Kreis und... Da muss ich doch irgendwann, ich kann ja nicht nur nach hinten rollen. Lukas, hi, grüß dich. Wir haben es schon 0 Uhr, Leute. Ich muss... Ich muss eigentlich schlafen gehen. Okay, er hat schon wieder die Eingabe nicht geschluckt. Da hatten wir gerade genau den Fall, den ich vorhin erklärt habe. Ach, scheiße. Keine Ahnung. Der... Jetzt, da reitet ihr jetzt drauf rum, ne? Weil ihr den alle feiert. Ich find's dumm. Ich find die Zappelei dumm. Diesen... Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut gelungen, diesen... großen Zappler, den sie da macht, den Fuchtler. Aus der Luft raus. Das gefällt mir nicht. Da war der Kampf gegen... Gael war cooler. Der namenlose König, viel cooler. Jetzt suchst du mal einen Casual Gamer, der sagt, dass der Spaß, der Kampf gegen... Es gibt einige Kämpfe, die besser sind. Das ist halt dieser dumme Fuchtler, so, das... Weiß ich nicht. Au. Erstmal einig werden, was ein Casual Gamer ist. Ja. Oh, das ist so schade, ne? Dass es die eine Attacke ist, die... seltsam ist. Aua.
Scheiße. Ey, alles andere ist so gut. Schön lesbar, erkennbar, was sie tut. Geil zum drauf reagieren. Man weiß, was man machen muss. Und dann kommt so ein random Scheiß. Alles andere ist so schön erkennbar und machbar und... Ach, es ist so ärgerlich, dass sie das damit versauen mussten. Wirklich schade. Dann wäre es zu leicht ohne das. Ja, für mich eventuell könnte sein, dafür, dass es ja so ein Endgame-Boss ist. Hör auf rumzuzappeln, gute Lady. Hören Sie bitte auf damit. Ah, fuck. Als ob du kannst mir nicht... Das ist totaler Quatsch. Sie trackt dich am Anfang von jeder Attacke. So ein Blödsinn. Sie zieht teilweise mittendrin eine Hardstyle-Kurve um mich rum, ey. Ja, ich frage mich halt, ob es da nicht eine Möglichkeit gegeben hätte, dass man das irgendwie hätte schöner machen können. Also, weil das ist halt, dass man zumindest irgendwie... Ja, guck mal, das ist doch Blödsinn, was du erzählst. Sie hat mich doch gerade, währenddem da so ein Angriff durchgegangen ist, nochmal getrackt und ist mir wieder in die Richtung hinterhergeflogen. Sie hat eine Kurve gezogen. Ja, fuck off. Oh
Mann, ey, dass man da nicht mal... Da macht sie doch einen Haken. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das... Also, das musst du doch sehen. Dass sie einfach mitten in der Luft scharf abbiegt und auf mich drauf geht. Da kann ich doch nicht, das ist doch... Ach, das ist... Mir macht es keinen Spaß, diesen Move zu lernen. Und ich finde ihn nicht geil. Dann geh und gib auf. Kann ich nicht. Mein Stolz sagt nein. Komm her. Ach, klar. Muss ich einen Abstand haben, bei dem du mich noch treffen kannst? Natürlich. Das war scheiße. Ach so, fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Knickt einfach um, mitten in der Luft, dreht sie um und zieht auf mich drauf. Der spirituelle Spiegel. Scheiße, ich bin schon 2:05 jetzt am Aufnehmen. Warum musste ich die hier auch finden jetzt? Beim nächsten Mal kill ich sie wahrscheinlich. Also ich find sie wirklich nicht so schwer, tatsächlich. Es ist halt der eine Move, der Rest ist alles machbar. Ich glaube, ich brauche weniger Zeit für sie als für den namenlosen König. Bis sie down ist. Sepp, was zahlst du? Oh, fuck. Keine Ahnung. Und sie hat auch beim ersten schon umgedreht gerade eben. Nach der Hälfte dreht sie nochmal um in deine Richtung. Sie dreht auch beim ersten schon um. Sepp, ich weiß nicht, ob du das bisher nicht gesehen hast, aber... Sie ist gerade eben weg von mir und hat nach der Hälfte umgedreht, hat dann kurz gewartet, dann war eine kurze Pause... Und dann ist sie nochmal losgeflitzt. Nochmal zweimal. Also, ja. Warum trifft sie mich eigentlich an dem Moment da, das hier gerade bei dem einen Schlag? Ich war doch am Ausweichen. Wieso kann sie da treffen? Das war gerade komisch. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen und ich dachte einfach bisher, ich habe nicht richtig gedrückt oder... Aber ich krieg da Schaden, obwohl ich glaube ich... Staggert sie mich vorher oder sowas?
Das ist ganz komisch. Oder ich weiche nicht aus, da ist nochmal eine ganz seltsame Sache dabei. Pause und sie trackt mich während des Schlagens. Sie trackt mich während des Schlagens, leider, Sepp. Leider, leider. Zieht sie da hinterher. Ich weiß nicht. Sepp. Diesmal habe ich es gehört. Diesmal kam es an. 7,77. Auch, ebenfalls. Was ist das mit den 7? Überstundenbonus. Dankeschön. Vielen Dank, Leute. Ach, er hat echt was bezahlt, damit ich Überstunden mache. Das ist aber nicht Mindestlohn, ne? Das ist maximal eine halbe Stunde. Sieben ist die 7, da ist keine Erklärung nötig. Okay. Das hier ist doch keine Mindestleistung. Oh Mann. Ich werde jetzt dann, glaube ich, auch langsam wahnsinnig. Ich glaube, ich habe zwischendurch keine Ausdauer mehr. Weil ich's verkacke. Weil ich nicht auf die Ausdauer aufpasse. Ich mach's nochmal, ne? Ich sauf nochmal. Ich hätte weiter weglaufen müssen. Sogar als Zuschauer ist das eine Herausforderung. Ja. Geht das wieder los. Okay, jetzt kommt der. Jetzt kommt der Move. Soll ich mir versuchen, einen zu saufen? Oder was machen wir jetzt, damit sie es ausführt? Einfach mal Eis über die Waffe packen. Okay, sie führt es. Jetzt führt sie es aus. Sehr klar. Scheiße, da kommen zwei. Wichtig ist jetzt nicht zu viel treffen lassen. Ja, der Frostschaden hat jetzt getriggert. Was natürlich ganz geil sein dürfte. Ja, fuck. Na, es ist nur diese Hurenattacke. Es ist nur diese Hurenattacke.
Gute Erkenntnis. Oh, oder welche Erkenntnis meinst du? Oh. Ja, ja, alles gut, Miku. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du mich in irgendeiner Art und Weise dissen willst. Ich weiß nur nicht, von welcher Erkenntnis du sprichst, was ich gesagt habe. Ah, oh, scheiße. Uff, keine Chance. Ich verstehe die Attacke nicht. Ach, das Eis. Ja, das würde ich jetzt auch gleich nochmal machen. Ich will nicht zu viel rumdoktorn. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich sogar am besten, wenn ich es vorher mache, ne? Ist sie jetzt langsamer? Ich weiß es gar nicht. Ja, tatsächlich. Alter, what the fuck? Nicht bei allem wahrscheinlich, aber... Ach, fuck, das war's. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Sie zieht mir die ganze Zeit nach. In alle Richtungen. Egal, ob ich hinter ihr bin, ob ich vor ihr bin. Sie macht... Das ist... Keine Ahnung, was ihr denkt, da zu sehen mit von wegen, sie trackt einen wie so ein Geschoss, das dann hinterherfliegt. Ich weiß nicht, wo ich dahin ausweichen soll. Keine Ahnung. Also, solange sie diese Attacke mal zwischendurch macht, kann ich sie zufällig überleben. Wenn ich sie zufällig überlebe, habe ich eine Chance. Oder ich krieg's hin, dass sie aus irgendeinem Grund nicht macht. Schnauze. Ah, fuck. Dann lässt sie es bestimmt. Paul, das wäre schön. Du musst es trotzdem üben. Ja, hey. Der Move sieht nice aus. Ich fand das mit der Schlange cooler. Also das hier hat mich nicht so abgeholt, tatsächlich. Der Grab von ihr hier an der Stelle. Sieht cool aus, ja, auf jeden Fall. Aber die Schlange hat mich mehr überrascht in dem Moment. Ja, ist ja okay jetzt. Ist ja okay jetzt. Wir sind heute wieder besonders homing unterwegs. Wuhu! Tja.
Das Schlimme ist halt, dass man zu dieser, bis sie diese Attacke mal macht, dass ich die ich lernen kann. Das ist tatsächlich sehr, sehr ärgerlich, dass das so lange dauert, bis ich da hinkomme. Ach ja, ist ja gut, ey. Sie wäre halt schon 3 oder 4 Mal draufgegangen, wenn sie diese Fuchtlernummer nicht machen würde. Wie den Verfolgerfuchtler. Ja, wir prügeln uns auch einfach weiter. Wir prügeln uns einfach weiter. Da, keine Ahnung, warum ich da nicht ausweichen kann. Das finde ich ein bisschen scheiße. Ach, fuck. Ach. Oh. Ich weiß nicht wohin. Wenn ich einfach rumrenne im Kreis um sie, aber sie trackt mich ja hart, sie kommt ja Vollgas hinter mir her. Ich kann ja nicht. Das ist wie diese Kugeln. Wie diese Kugeln, die ja hinter einem herlaufen. Nur dass das hier eben nicht eine Kugel ist, sondern ein Klingensturm, der hinter einem herläuft, durchgehend. Da gibt's keinen Moment, der irgendwie... Hallo, ich drück doch ausweichen, Spiel. Ich habe noch nicht mal geguckt, was die Arznei kann, was ich da mittlerweile alles gesammelt habe, ne? Oh ja, ist ja gut. Ja, ich drück ausweichen, ich drücke doch! Oh. Man ist dann in irgendeinem Stun-Lock-Ding drin und sie prügelt einfach 3 Treffer, nochmal 3 Treffer. Oh. Ja, genau, das bringt mir mit der Keule nichts, da hast du absolut recht. Nicht Flaschen, Arzneimischung. Oh, erzeugt Explosion. Okay. Erzeugt eine Explosion. What the fuck? Das... Hä? Okay. Macht aufeinanderfolgende Angriffe stärker. Let's go. Huch, habe ich jetzt den Falschen ausgetauscht? Ich habe den Falschen ausgetauscht.
glaube immer noch, dass... Also ich... Was heißt immer noch? Ich habe es mir vorhin einmal gedacht, wenn ich sie in die Ecke drücke, ist sie verloren. Nein! Oh Gott! Wenn ich es irgendwie schaffe, sie in die Ecke zu drücken, dann hat sie keine Chance. Aufhören zu fuchteln! Ah! Nicht mehr fuchteln, bitte! Ich muss kurz saufen, warte. Oh, Scheiße. Ah, fuck. Keine Ahnung. Oh. Ja. Ich hab's auch gesehen. Ja. Sepp, ich hab's auch gesehen. Oh, shit. Ja, wieso hat er das... Okay, komisch. Welches war denn die andere, die da drin war? Die Bubble. Er generiert Hälfte der maximalen Lebenspunkte, kurzzeitig eine Lebensregeneration. Weiß ich nicht. Geschickschub, Schaden, erhöht alle Schadensresistenzen. Heilt Effekte, verstärkt kurz magische Angriffe, Blitzangriffe, Heiligangriffe. Erleichtert das Angriffen, oh, das ist cool. Die Haltung des Gegners zum Brechen. Auch physical, was? Ja, das habe ich schon verstanden, Sepp. Davon bin ich ausgegangen. Ach, fuck. Ich habe jedes Mal gedrückt, wenn ich noch in einer Animation war, weil ich dachte, er führt es ja danach aus, aber er hat dreimal hat das nicht ausgeführt. Ich habe immer noch nicht verstanden, wann er es macht und wann nicht. Kann es sein, also vielleicht, wenn ich selber drücke, macht er es früher, als wenn ich darauf warte, dass er es macht und dass es mir nur so vorkommt. Und das war auch schon in Dark Souls so. So, gute Dame. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich 4 Angriffe durchdrücke, nee, scheiße. Ich war nicht auf dem Heiltrank. Fuck. Wenn ich sie jedes Mal stunne, wenn ich 4 Angriffe durchgedrückt bekomme, dann... Wow. Dann ist die Arznei an der Stelle sehr, sehr mächtig. Es ist nur dieser eine Angriff. Oh Mann. Ich kann es nur immer wieder sagen. Was soll ich sonst sagen? Das ist das, was ich gerade sehe, was ich vor mir habe. Ich würde euch gerne eine Geschichte von Gott und der Welt erzählen. Aber das, was gerade hier passiert, habe ich viel näher vor Augen.
Schnauze. Ah, Mist. Lass mich mal kurz saufen, bitte. Nee, ne? Nicht? Okay. Mist. Stopp! Nein, stopp! Fuck. Ah, das ist mein Tod. Ich frage mich immer noch, warum die alle irgendwas mit M heißen. Maleficent, Marlene, Melanie, wenig. Dann gibt es noch einen Typen, der heißt irgendwie Michelangelo. Okay, lange Ladezeit. Ich glaube, das Spiel sagt, das ist gut jetzt. Ich glaube, das Spiel sagt, es ist gut jetzt. Es hängt, ja. Stream müsste aber noch laufen, ne? So muss ich jetzt Alt F4'en. Aber Leute. No way, das machst du heute noch. Zweimal heute. Leute, echt? Soll ich jetzt das Spiel nochmal neu starten? Jetzt muss ich das Spiel dann neu starten. Das zweite Mal, dass sich das Spiel aufhängt heute. Ah, ihr habt da voll Bock drauf gerade, ne? Huch. Okay. Wild. So kurz vorm Sieg aufgeben, ja, das ist... Erstaunlich wach vom Zuschauen. Ich wollte eigentlich morgen früh aufstehen. Früh aufstehen. Richtig früh aufstehen. Komm, Spiel, was ist hier los jetzt? Ihr seht selber, was los ist. Es tut sich gar nichts. Ich muss mal kurz in den Taskmanager und schauen. Oh, nein, 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 nein. Ist nicht so geil gerade hier. Alles kaputt. Ja, und dann habe ich auch noch auf Abmelden geklickt. Im Steuerung Alt entfernen Bild. Habe ich ein bisschen Eiszeug wieder? Nee, aber ich kann jetzt was anderes reintun. Dann nehmen wir halt was anderes. Ich habe ja genug von dem Zeug. Ich habe es ja nie benutzt. Was ist hier? Heilig. Gift. Oh, Gift finde ich gut. Drachenwundenfett. Gewährt Effekte gegen Drachen. Verursacht Gift. Komm, wir probieren mal mit Gift. Das Spiel hat sich gedacht, nee, jetzt reicht's. Na. Schön wär's. Nee, Quatsch. Ich hab ja auch Spaß dran, ne? Ist ja, so ist es ja nicht. So. Melanie. Wir sind am Giften. Nee, Melanie war die andere. Was habe ich gesagt? Marlene, ne? Der Try wird's. nachdem der Stream abgeschmiert ist und alles kaputt ist. Nachdem alles kaputt gegangen war. Ach nee, wir haben wieder den. Oh, fuck. Nee, nee. Ich kann's nicht. Oh, da ist immer noch der alte Chat, den ich jetzt abgestellt habe. Der sich aufgehängt hat. Hier hat sich alles aufgehängt zwischendurch, falls YouTube sich fragt, was hier gerade los ist. Hier ist alles kaputt gegangen und abgeschmiert. Achso, warte, Gift. Suff und Heiltränke auswählen.
Ach, okay. Oh Mann, ey, Marlene. Und du wartest immer noch auf deinen Bruder Michelangelo. Was soll ich denn machen? Kann ich doch nichts für. Musst du nicht gleich so böse werden. Kann ich auch nichts dafür, dass dein Bruder dich einfach verlassen hat. Gift ist halt ziemlich stark, wenn das bei ihr triggern kann. Wenn ich wieder so einen Moment habe, dass ich nur noch einen halben Schlag bei ihr brauche, aber den einfach nicht gesetzt bekomme. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Gift ziemlich mächtig ist. Was auch saudumm ist, was ich bis jetzt ja nicht gemacht habe. Ah, fuck. Ah, wenn sie das so früh macht, ist sowieso durch. Aber wenn sie da schon damit anfängt, dann, keine Ahnung, heilt sie sich ja um ein Viertel, wenn sie mich da trifft und ist eh erledigt. Ja, genau, was mir auch noch eingefallen ist gerade, was ich ja machen sollte. Habe ich es jetzt? Ja. Und dann, eigentlich sollte ich ja dann noch das hier raus tun. So. Leute, ich finde es voll krass, dass ihr immer noch am Start seid und wollt, dass ich es weiter probiere, ey. Ich bin schon 8 Stunden. Ich bin schon länger dran als an einem Samstag, Leute. Letzten Samstag war ich weniger lang am Zocken. Am Streamen. Mit euch die Welt erforschen, die es hier zu entdecken gibt. Die Macht von Malenia. Ja, und dann gucke ich in den Chat. Heute war stark. Ja. Nee, ich glaube. Ah, nee, Gift habe ich jetzt keins mehr, ne? Ja. Was nehmen wir dann? Stattdessen? Fäulnis. Blutfett. Kurs auf Blutverlust. Das macht ja die Keule schon, ne? Verursacht Feuerschaden. Verursacht Schlaf? Was? Feuerschaden. Keine Ahnung. Den Schrei noch. Okay, noch einer. Ja, genau. Das ist es. Ja. Ja, Fäulnis gehe ich von aus, dass sie hohe Resistenz hat. Jetzt sehe ich nichts mehr. Die Keule ist jetzt so durch. Jetzt kann ich nicht mehr erkennen, was ich mache. Was sie macht vor allem.
Ach. Danke, endlich mal. Und dann hört sie nicht auf. Normalerweise hat man immer so einen Moment, dass man dann auch mal einen Stun durchdrücken kann. Aber genau dann, wenn ich mir denke, jetzt tue ich das, jetzt drücke ich einfach weiter auf Angreifen, dann denkt sich das Spiel natürlich, nö, nö. Den fick ich jetzt. Yes! Yes! Am Ende noch mit den Messerchen. Ah, das letzte bisschen. Oh, oh Mann. Oh. Oh, danke, Leute. Ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt ein bisschen dreckig. Ich fühle mich echt ein bisschen dreckig. Was, wo gucke ich hin? Wo soll ich hingucken? Wait. Nee, nee, keine zweite Phase, das glaube ich nicht. Hier kommt nicht eine zweite Phase, Alter. Nee. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Oh nee, Alter. Oh. Was wahres Grauen ist. Muss ich mich aber auch jedes Mal wieder durch die erste Phase kämpfen, oder was? Oh, nee. Nee. Das ist nicht euer Ernst. Nein. 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 What the fucking hell? Oh Gott, nee, was ist das jetzt? Was ist das? Was machst du? Was tust du? Nein, sie macht Fäulnis! Oh nee!
Und sie wird nicht mehr gestaggert. Fuck. Oh Gott. Ah, Raider. Hey, der raidet hier mit 7 Leuten rein. Wir sind aber auch fast am Ende angekommen. Oh, shit. Nee, 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 nee. Hey, grüßt euch. Hallo an, Blick, Michael. Oh Gott, ich hab, Leute, ich hab keine Ahnung, das... Oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab jetzt schon, ich hab keine Ahnung mehr. Oh. Auch bei ihr und blind. Okay, nice. Cool. Ich habe gerade das erste Mal die erste Phase geschafft. Oh, entschuldigt bitte. Hier ist, der Chat hat sich aufgehängt. Vorhin ist mein Computer beinahe... Machen wir den einfach weg, so. Du wirkst gebrochen. Hm. Die haben mich gerade ein bisschen gequält. Der Chat, die Leute, meine, die Spätzle bei mir im Chat haben mich gerade ein bisschen gequält. Oh nee, ich dachte, es wäre wirklich vorbei. Fuck. Lange überlebt. Ja, in der zweiten Phase, okay. Oh nee, das heißt, ich muss diesen Scheiß lernen in der ersten Phase. Oh, ist das assi, ey. Oh Gott. Boah, ist das eine miese Nummer, ey. Ich dachte so jetzt, nee, komm, die erzählt irgendeinen Blödsinn und macht jetzt da irgendwie, keine Ahnung, gibt mir noch irgendwie einen Bussi auf die Backe, weil ich sie endlich befreit habe oder sowas. Das war meine Idee gerade, was passieren wird. Scheiße. Twitch bleibt noch ein bisschen dran. An die Raider. Es kommt jetzt etwas, das ich normalerweise alle anderthalb Stunden ungefähr mache. Ein Outro für YouTube. Dieses Mal ist es 2,5 Stunden lang, weil ich beim Marlene gelandet bin. Und Marlene hat mich ein bisschen gefesselt. Deswegen ist das Video für YouTube jetzt ein bisschen länger geworden. Ich denke, so schlimm findet ihr es nicht, ihr Leute auf YouTube. Und deswegen sage ich Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.